Auweia, was war da denn mit Charlene von Monaco los? Nach 16 Jahren im Fürstentum steht sie immer noch ahnungslos neben ihrem Gatten Fürst Albert. Zuletzt war es Fürst Albert, der seine Frau in aller Öffentlichkeit vorführte, doch zur Abwechslung hat sich die monegassische Landesmutter diesmal selbst diskreditiert. Charlene von Monaco, ist ihr das nicht peinlich? Als der Startschuss für TV Monaco fiel, den ersten öffentlich-rechtlichen Fernsehsender des Zwergstaats, durften Albert und Charlene nicht fehlen. Natürlich stand auch ein Interview mit den hochrangigen Gästen an, und hier wurde es ziemlich unangenehm. Während er ziemlich ausführlich auf Französisch von dem neuen TV-Projekt schwärmte, verstand sie die Welt nicht mehr, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Charlene stand mit eiserner Miene daneben, wirkte nervös, fehl am Platz. Warum es ihr die Sprache verschlagen hat, ihr fehlten schlicht und einfach die Worte. Kurz angebunden brachte sie lediglich ein Felicitations über die Lippen, der Rest folgte auf Englisch. Ein Armutszeugnis, nach 16 Jahren nur eine Vokabel zu können, und ein Affront für die Monegassen.